So, hallöchen Lieben und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich endlich mal das Anschlussvideo zu meinem Ich muss Erste werden, um mir den Pasofino aus der App kaufen zu können Video. Ich habe ja gesagt, ich suche mir von euch eine Challenge raus, um die dann zu machen für den Pasofino, den ich mir noch kaufen möchte. Und genau das habe ich gemacht. Ich weiß, es hat wahnsinnig lange gedauert. Ich weiß nicht genau, wann das Video rausgekommen ist, aber es ist sehr lange her schon. Und ich habe mir die Challenge rausgesucht von jemandem. Ich weiß nicht genau, wie die Person heißt. Ich kann mal gucken, ob ich den Kommentar noch finde. Die Challenge war von Lila Peace Knight. Lass Siri dein Outfit entscheiden, plus Pferd und Reiter damit ein Chumpy. Wenn du unter den Top 3 bist, darfst du dir das andere Pferd kaufen. Ja, und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Ich weiß nicht mal, warum ich mein Handy jetzt weglege, weil ich brauche das jetzt. Und ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich Siri entscheiden lassen werde, welche Seite in meinem Schrank sie möchte. Zum Beispiel habe ich 5 Seiten an Kleidung, also halt an Oberteilen. Und dann sage ich zum Beispiel, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Und hier muss ich halt dann die Items zählen oder die Reihen. Okay, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5 ist 5. Okay. Danke Siri. So, dann haben wir 4 Reihen. Ich glaube, hier könnte ich tatsächlich sogar die Items zählen. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem mit den Reihen. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 4 ist 2. Okay, haben wir also die Reihe. Und wir sind 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Items haben wir. Okay. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 12. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 12 ist 9. 9. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Das hat schon keine Werte. Oh Gott. Wie soll ich mit so einem Outfit unter die ersten 3 kommen? Oh Gott. Ja, moin. Okay, wir haben schon mal das Outfit für den Reiter. Wie findet ihr es? Das sieht super aus, oder? Okay, hier haben wir jetzt ein bisschen Help. 2000 Jahre später. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wir machen hier jetzt, dass das die erste Seite ist und dann jeweils nach den Seiten hier. Also wir haben quasi 15 Seiten. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 15. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 15 ist 12. Also muss ich auf Seite 11. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 18. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 18 ist 14. 14, okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh, ich habe ein Clubpferd einfach. Voll süß. Ja, das mag ich, das mag ich. Ja, okay. Übrigens, falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum ich das jetzt geändert habe, ich habe vorhin nach Rasse gesucht, weil ich eigentlich mit dem Araber Pinto das Champi machen wollte. Aber ich habe mich jetzt dann doch dazu entschieden, dass ich jetzt das Outfit oder ein anderes Pferd oder Siri auch noch ein Pferd entscheiden lasse. So. Passt jetzt überhaupt nicht auf das Pferd drauf, aber ist wurscht. Weil, ja, wir müssen ja nur mit dem Outfit ein Champi machen. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns, glaube ich, gleich wieder beim Fort Pinter Champi. Bis gleich. So, Guys. Ich bin jetzt beim Fort Pinter Champi. Guys, so viele Leute sind hier. Tatsächlich, crazy. Das ist das Leben als YouTuber, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, das Champi beginnt. dadurch, dass Ferien sind, ist es leider ein bisschen blöd, weil die Gruppen nicht so klein sind um 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens. Von daher, ich weiß jetzt nicht, ob ich die krassesten Chancen habe, hier auf den dritten Platz zu kommen überhaupt. Ich habe 35 statt 47 Reiten und statt 28 25 Geschwindigkeit. Von daher, ich glaube nicht, dass das was wird, Leute. Ich glaube es nicht. Ah, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe.
Oh, ich bin halt auch nicht so gut in Verbinder-Jumpy. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie krass failen würde, aber ich bin halt auch nicht irgendwie mit dem Araber Pinto oder irgendeinem krassen Pferd unterwegs. Von daher, keine Ahnung. Ich blend das jetzt mal aus, weil sonst mache ich mich hier nur verrückt gleich. Gott. Ja, das bin ich random Jumpy, wenn es um was geht. Das Ding ist halt, ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich kann jetzt maximal 2 Championate eigentlich heute machen. Wenn ich nicht heute jetzt das schaffe, dann komme ich halt leider nicht, dann muss ich das halt leider morgen aufnehmen und da habe ich irgendwie nicht so viel Bock drauf, weil eigentlich würde ich das gerne heute noch hochladen. Aber kann natürlich auch sein, dass es wie immer irgendwie ein Tag später wird oder 2 Tage. Von daher, we will see, we'll see. Sag mir jetzt bitte einfach, dass ich jetzt genug, dass das jetzt passt, dass ich möchte jetzt nicht noch irgendwie 30 Jumpies machen müssen, aber ich glaube nicht. Ich bin, glaube ich, auf dem 4. Platz. Zumindest sieht es für mich so aus. Ach, Mann. Hilfe. Ja, ich bin auf dem 4. Klar, war ja klar. Ach, Mensch. Okay, herzlichen Glückwunsch an alle anderen. Ja, ich lasse mich mal abholen. Wir müssen noch einen Jumpy machen, Leute. Wir müssen noch einen Jumpy machen. Golden Hills ist um 11. Cool. Ist eigentlich noch schlimmer, aber okay. Aber das ärgert mich, weil ich halt voll... Ich war eigentlich voll nah dran. Es ist halt einfach nur wegen dem Outfit und dem Pferd. Ich hätte jetzt einfach irgendwie 3. oder 2. werden können. Aber ich war halt einfach nicht so schnell. Ach Mensch. Anakin, du bist trotzdem süß. Ich liebe dich. So, Guys, das war jetzt richtig knapp. Ich habe gestern das Jumpy so derbs verpasst. Ich habe irgendwie Insta-Stories gemacht und auf einmal habe ich gemerkt, so scheiße, es ist 59. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich danach den ganzen Tag keine Zeit mehr habe, weil Anton eben Geburtstag hatte und wir danach in die Stadt gegangen sind und quasi auch den ganzen Tag in der Stadt waren und ich danach viel zu müde war, um noch was aufzunehmen. Und deshalb sind wir jetzt am nächsten Tag hier und es ist 9 Uhr morgens. Es sind auch nicht so viele Leute wieder da. Ich freue mich sehr. Ich versuche jetzt einfach mal wieder mein Glück und wir schauen, wie es läuft. So, ich guck mal, wie wir so von der Levelverteilung her sind. Ja, perfekt, super. Sind alle nicht Level 23? Nee, aber sieht ganz gut aus. Alter, ihr hört das gar nicht, aber mich erschreckt das die ganze Zeit, wenn mein Discord, mein OBS und Streamlabs... Stream Elements ist das, macht die ganze Zeit irgendein Kackgeräusch und yay, weil irgendjemand abonniert hat vor 9 Stunden. Oh, help. Okay, ich mache aber die Ding wieder aus. Nee, oder? Es ist Update. Alter, ich dachte vielleicht... Ey, die letzten paar Male war es immer irgendwie 5 Minuten später und jetzt... Jetzt hatte ich tatsächlich mal eine Chance. So, nachdem das letzte Jumpy auch nichts geworden ist, versuche ich es jetzt nochmal. Ich schwöre euch, ich werde dieses Pferd nicht kaufen können. Es ist der Wahnsinn. Ja, mal gucken. Wir waren jetzt auch einkaufen und haben irgendwie, keine Ahnung, ganz, ganz lange gebraucht. Es ist jetzt mittlerweile auch schon 1. Ich habe das letzte Jumpy um 9 aufgenommen. Ja, was soll ich sagen? Es ist wunderschön. So, es geht gleich los hier, Guys. Oh je. Das kann ja was werden. Hilfe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach... Oh Gott. Ach Mensch, Leute, könnt ihr nicht einfach mal eure blöden Haustiere drinnen lassen? Es reicht jetzt irgendwie auch mal. Ich glaube, manche Leute checken einfach nicht, dass das voll im Weg ist bei den meisten. Seit wann gibt es die Satteldecke? Gibt es die neu? Ist die neu? Das muss ich gucken. Das muss ich... Ja, fuck you, Spiel. Das muss ich später schauen. Hä? Was zur Hölle? Och Mann. Ich will doch einfach nur ein Pferd. SSO, gebt mir doch einfach das Pferd.
Ihr kriegt doch Starcoins von mir. Lasst mich gewinnen. Ich sag's euch, ich kaufe dieses Pferd heute nicht. Ich bin einfach 9. Zehnte bin ich. Wie? Wie zur Hölle soll ich denn jetzt so einen Jumpy schaffen? Hallo. Ach man, 14 Uhr Pony. Das kriegen wir hin. Ich musste gerade daran denken, dass alle Leute sich bei diesem Jumpy wahrscheinlich denken, sie ist Level 23. Warum hat sie dieses Outfit an? Und damit herzlich willkommen zum Pony Jumpy. Das Jumpy, bei dem ich vielleicht mal eine Chance habe. Hilfe. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile richtig Hunger. Ich habe vorhin schon eine Schüssel Nudelsalat gegessen. Aber ich habe trotzdem jetzt Hunger und irgendwie will ich jetzt was machen. Also was zu essen haben. Aber ich muss es zuerst das Jumpy aufnehmen. Sorry. Wenn ich mir halt schon anschaue, wie viele Leute hier da sind, dann weiß ich jetzt schon, dass es nichts wird. Warum sind so fucking viele Leute da, Alter? Könnt ihr nicht alle in die Schule gehen oder so? Oh. Nein, Spaß, ihr habt eure Ferien verdient. Aber ja, das könnte jetzt geil werden. Aber gefühlt nur Level 20 bis 23 da. I'm scared for my life. Please, just work. Ich will doch nur dieses Pferd haben. Ich weiß ne echt nicht, weißt du, aber ich glaube halt echt, dass ich das nicht hinkriege. Es kann sein, dass ich dieses Pferd dieses Video nicht kaufe. Weil eigentlich will ich es schon machen, aber wenn ich mir jetzt hier schon wieder... Ich pfeife mir jetzt gerade das vierte Jumpy rein, müsste ich mal geben, ne? Normalerweise ist es bei mir so... Let's go. Aber irgendwie, dieses Outfit, Hilfe. Oh ja, und schon wieder überholen mich alle Leute, lieben wir. Ey, ich hab langsam keinen Bock mehr. Ich kann, glaube ich, langsam nicht mehr das Video weiterführen, so richtig. Ich hoffe, jetzt bleiben ein paar Leute hängen. Nicht ich, bitte. Nicht ich. Ich möchte jetzt nicht hängen bleiben. Oh, es sieht aber nicht so aus. Super. Freut mich, richtig toll. Oh mein Gott. Ich werde wieder 5. oder 6. Vielleicht sogar 8. Kein Plan. Alter, ich habe keinen Bock mehr. Leute, es kann es doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt schon wieder... 7. Leute, ich gebe es auf. Schreibt mir neue Challenges in die Kommentare. Ich gebe es auf. Ich habe es nicht hinbekommen. Dieses Outfit ist verflucht. Wirklich, probiert das selber mal aus. Ich möchte wissen, ob irgendjemand von euch es schafft, mit diesem Outfit ein Jumpy zu gewinnen. Ich bin gerade richtig fertig, holy shit. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Lust, wirklich noch ein 5. Jumpy zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich glaube, wir sehen uns dann im nächsten Stream oder Video wieder. Ja, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall Challenge-Ideen in die Kommentare und vielleicht kaufen wir im nächsten Video den Pasofino. Bis dahin, tschüss!